Hallo, liebe Freunde des guten Campings. Heute gibt es wieder ein neues Video von uns und wir wollen euch heute einfach mal zeigen, was wir alles in unserem Wohnwagen-Vorzelt haben. Weil da kamen schon ein paar Fragen auf. Woher ist das? Wo habt ihr das bekommen? Wie teuer ist das? Und jetzt wollten wir einfach mal zeigen, was wir so im Frühjahr und im Herbst, vor allem so im Vorzelt haben. Unser Vorzelt kennt ihr ja mittlerweile. Das ist die Vigo Rolli Plus. Das ist eine Markise, die man zum Vorzelt umbauen kann. Eigentlich so unserer Meinung nach im Moment das Beste, was es gibt. Aber lasst nicht weiter labern. Wir gehen jetzt mal ins Vorzelt und dann stellen wir euch vor, was wir da so drin haben. So Leute, dafür komme ich mal rein. Die Miriam hat die Kamera übernommen. Ich werde mir meine Drecksschuhe ausziehen, weil hier regnet es die ganze Zeit nur. Von daher haben wir auch viel Zeit, euch einfach mal alles zu zeigen. Wir machen zu und die Miriam wechselt mal die Seite und dann fangen wir, denke ich mal, hier auf der Seite an. Das ist eine unserer neuesten Errungenschaften. Entschuldigung. Das ist eine Kommode von Outwell mit so einer kleinen, ja, wie eine Küchenablage, wo man was draufstellen kann. Das Schöne dabei ist, die kann man zusammenklappen. Das kann ich mir ja vielleicht auf der Seite hier mal zeigen. Die faltet man einfach zusammen und dann ist die auch schon fahrbereit und platt und klein. Hier ist ein Reißverschluss zum Spannen, dass das auch stehen bleibt. Genau. Zweimal auf beiden Seiten. Ihr seht, hier an der Seite sind auch Haken dran, das ist alles richtig gut gelöst. Und hier vorne wird alles geöffnet und geschlossen mit einem Magneten. Also wirklich toll durchdacht. Danach haben wir lange gesucht und sind jetzt auch wirklich stolz auf das Teil, dass wir das gefunden haben. Und ich denke, wir werden davon auch noch ein zweites kaufen. Ich verlinke euch das mal. Marke ist Outwell. Und das ist auch wirklich eine gute Qualität. Hat sich jetzt bewährt seit einem halben Jahr, würde ich sagen. Wir haben Spaß dran. Ja, ich denke, zu unserem Obstkorb müssen wir nicht viel sagen. Wenn ihr dazu was wissen wollt oder müsst, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Aber so ein Obstkorb, denke ich, da hat jeder einen eigenen Geschmack. Und da werdet ihr sicherlich was für euch finden. Schwenken wir rechts rüber. Da haben wir unseren Grill, weil wir jetzt im Vorjahr und im Spätjahr auch hier drinnen grillen. Hier oben wird es nicht wahnsinnig heiß. Wir machen dann hier einfach das Ding komplett auf, noch etwas mehr als jetzt. Dann kann das halt hier alles abdünsten. Moment, da kommt die Köchin. Er macht es nicht, ich. Ich schmeiß das nach hinten rüber. Ja. Und jetzt kann ich das schlecht zeigen. Ich zeige euch das. Ist egal. So, egal. Die Zuschauer dürfen alles sehen. Wir haben darauf gekocht. Ich hänge das dann so als Spritzschutz und Wärmeschutz so ein bisschen. Und wie ihr seht, wir haben drauf gekocht. Und unser Zelt sieht aus wie neu. Also es hat nichts, es ist nichts. Nur kurz dazu gesagt, das ist der Caddick City Chef 40. Das hat eine schöne Größe, es hat keine Beine. Das heißt, dafür braucht ihr dann einen Beistelltisch, wenn ihr das draußen irgendwo hinstellen wollt. Ansonsten ist der genau der gleiche von der Größe wie so ein großer Carry-Chef, heißen die, glaube ich. Wir sind hiermit höchst zufrieden und haben auch noch, wie gesagt, für draußen einen Beistelltisch. Von daher haben wir mit den Beinen keine Probleme. Wenn ihr mit Beinen haben wollt, dann kauft euch den Carry-Chef. Und es gibt auch noch kleinere, da müsst ihr mal gucken, was ihr für eure Familie braucht. Also wir bei 4 Personen kommen mit dem super aus. Wir sind keine großen Grillesser. Wir kommen super aus. Übrigens steht meine kleine 5-Liter-Flasche dahinter, die immer auf und zugedreht wird. So ist ja nicht im Weg. Interessant, interessant ist auf jeden Fall noch, hier drauf steht, steht diese Paella-Pfanne, die man dazu kaufen muss. Ich kann das ja mal anheben. Dann sieht man, darunter ist der Grill. Mhm. Und mit dieser Pfanne kann man wunderbar auch kochen und andere Sachen machen. Super gut. Ich mache das hier wieder drauf. Okay. Wir schwenken, würde ich sagen, einmal hier zur Treppe. Vielleicht da unten oben. Ach, da oben, Entschuldigung. Unsere neueste Errungenschaft, ja. Unsere neueste Errungenschaft jetzt aus dem Urlaub. Das ist ja, so eine Garderobe, die quasi hier mit Klettverschluss um die Zeltstange befestigt wird. Die gibt es von verschiedenen Marken und auch in verschiedenen Ausführungen. Für uns war wichtig, wir hatten nämlich schon mal so ein Ding. Da waren aber diese Haken aus Plastik und die haben sich sofort durchgebogen. Also wenn ihr sowas kauft, kauft euch auf jeden Fall was mit Metallhaken. Das ist auf jeden Fall hochwertiger und langlebiger. Kann man auch in die Kinder
Schiene einziehen. Ja, aber hier. Genau. Hiermit kann man das in die Kederschiene. Hier ist nämlich ein Stab drin. Aber wir haben hier keine Kederschiene. Von daher ist die zweite Möglichkeit hier mit der Zeltstange für uns die beste. Ja, was dazu noch zu sagen ist, das gibt es wie gesagt von mehreren Marken. Ich verlinke euch da auch mal eins in der Videobeschreibung, so wie ich das mit allen Sachen hier machen werde, damit ihr die Sachen auch findet, wenn ihr Interesse daran habt. Was vielleicht noch interessant ist, diese Kederstange passt nicht. Einen Moment, da muss ich mal kurz drüber schwenken. Passt leider nicht idealerweise hier rein. Und auch nicht da unten rein. Ja, Moment, das ist aber ein spezieller Keder für die Dachstangen von der Vigo. Das ist keine normale Kedergröße. Aber das sollte man auch wissen. Sollte man wissen, alles gut. Kein Kritikpunkt, es passt nur nicht, deswegen alles gut. Unsere Lösung so. So, dann schwenken wir mal hier kurz zurück hier zur Treppe. Die gehört ja auch zum Vorzelt. Die ist von, wenn ich das richtig sehe, von Berger. Da haben wir uns auch viele Gedanken gemacht. Wir hatten vorher eine, die konnte man nicht zusammenklappen. Da ist aber dann tatsächlich bei dem gusseisernen Fuß ist was abgebrochen. Das fand ich nicht ungefährlich. Und die sieht mir jetzt auf jeden Fall von der Qualität her deutlich besser aus. Und die kann man auch zusammenklappen. Kann ich ja einmal hier nicht demonstrieren, weil ich nicht weiß, wie es geht. Doch, ich weiß, wie es geht. So, jetzt habt ihr die Treppe zusammengeklappt. Und dann nimmt die im Wagen auch nicht viel Platz weg. Und die ist auch, wie gesagt, wirklich gut. Können wir empfehlen, auf jeden Fall. Schnell wieder ausgeklappt und Wohnwagen gestellt, dachte ich. Und eben halt zwei Trittstufen, das war mir wichtig. Ja, dann wandern wir weiter nach rechts, da gehe ich mal auf die andere Seite. Jetzt ist natürlich die Frage, wie gut erkennst du das? Ich muss das jetzt wahrscheinlich ein bisschen dimmen, damit du die Lampe auch erkennen kannst. Weil sonst ist das zu hell. Oh, die Lampe. Die ist nämlich auch eine von unseren neuesten Errungenschaften. Wir haben immer nach Lampen gesucht, die bestenfalls mit Akku laufen und mit USB aufgeladen werden können, damit man nicht Batterien ohne Ende verschwendet. Und da sind wir fündig geworden. Was ich ganz cool finde, die hat so einen angedeuteten Holzfuß. Man kann die dimmen, wie ihr seht. Und man kann die auch am USB direkt betreiben. Also ohne USB als Akku und auch mit USB. Das finde ich auch gut, das ist auch bei vielen Sachen nicht so. Also wirklich schönes Ding. Das sieht man jetzt leider nicht. Ja, das ist nicht schlimm. USB und diese andere Stecker. Das wird man uns glauben. Dieser Stecker ist ja dabei. Ja. Schön, man kann die auch hängen. Natürlich. Aber die ist wirklich, wie gesagt, deswegen auch schön, weil sie es sowohl tut, wenn sie eingesteckt ist und lädt, als auch ohne Stecker, wenn sie vollgeladen ist. Das ist selten. Und mir war wichtig, dass das hier, kein Glas ist, ja, sondern Plastik. Mit Kindern sollte man da etwas aufpassen. Da war eine, die sah identisch aus, war auch günstiger, war aber dann geringerer Akku und die hatte Glas drin. So, ich kann euch das auch demonstrieren, dass ich keinen Müll erzähle. Ich ziehe jetzt einfach meinen Stecker raus und ihr werdet sehen, dass sie weiter leuchtet. Weil, jetzt wird es auch langsam ein bisschen dunkel hier, weil das Wetter wieder so schlecht wird. Ich halte die Lampe mal. Weil darunter kommt das nächste Ding, was für uns wahnsinnig wichtig ist und was ihr auf jeden Fall kennen solltet, diese Kühlbox von Dometic. Die hat nämlich einen großen Vorteil. Kann ich mir ja mal hier draufblenden. Wir haben hier eine Anzeige. Zeigt uns an, wie viel Grad es ist, wie viel Grad eingestellt sind und so weiter und so fort. Wir hatten vorher eine ähnliche Box, aber hier mit so komischen Digitalbuchstaben so eingelassen. Ja, altertümlich. Und da ist uns das Display kaputt gegangen. Und da die Miriam darauf angewiesen ist, dass bestimmte Medikamente bei einer bestimmten Temperatur gehalten werden müssen, war die für uns dann unbrauchbar. Also sie tat es zwar, aber die Anzeige tat es nicht mehr. Und wir konnten nicht mehr sehen, wie warm oder kalt sie war. Bei der Box ist das so. Sollte uns das jetzt kaputt gehen, die ist mit WLAN über eine App verbunden. Das heißt, ich kann über die App auch sehen, wie hoch die Temperatur ist. Und das finden wir einfach super. Von daher können wir euch definitiv wärmstens zu dieser Box raten. Die ist wirklich gut. Ihr seht auch, da ist Bluetooth und WLAN ist eingezahlt. Ja, genau hier. Ja. Interessant ist auch, wie gesagt, dass man hier eine Lademöglichkeit für USB hat, für Handy, was weiß ich nicht alles. Das ist auch schön zu haben. Muss man nicht, aber ist schön. Wir machen sie mal auf, dann seht ihr auch, wie viel Platz wir da drin haben. Da passen ein paar Flaschen rein, da passt auf jeden Fall was rein. Rausnehmbar. Unten ist ein Abfluss. Das finde ich auch wichtig. Unten ist ein Abfluss. Mit einem Stopfen nimmt man den Stopfen raus, kann da Wasser rauslaufen. Das hat unsere alte nämlich auch nicht. Finde ich auch eine sehr gute Sache. Sie hat Licht.
Und sie ist wirklich rundum zufriedenstellend für uns und funktioniert auch super. Gut. Und mit Tragegriffen. Tragegriffen auf beiden Seiten, ganz wichtig natürlich. Darunter haben wir einen Tisch von Berger. Dazu müssen wir sagen, den haben wir nicht aus diesem Grund gekauft. Den haben wir damals gekauft, als wir ersten Wohnwagen gekauft haben und haben uns total mit der Größe verschätzt. Das sollte für uns mal ein Esstisch sein. Können wir jetzt nur noch müde drüber lächeln. Aber so war es. Die Geschichte ist sehr interessant. Aber wir müssen sagen, seitdem wir so Kühlboxen und sowas haben, ist natürlich dieser, oder zum Beispiel auch für den Grill draußen, ist natürlich so ein Tisch, so ein Alu-Tisch, perfekt. Der kann Wärme ab. Der Alu ist leicht, der ist relativ stabil. Und dieser tolle Tisch, den wir ja im Prinzip mal zum Esstisch eigentlich gekauft hatten, den haben wir in manchen Urlauben für draußen benutzt zum Frühstücken. Stimmt, Union Lido zum Beispiel. Wir haben aber auch einen Ständer für die Kühlbox. Das ist ein ganz normaler Falttisch, der ist dann nachher auch nur noch, wenn man den zusammengefaltet hat, so dick und so lang, also auch sehr angenehm. Können wir euch auch nur empfehlen, ist nicht besonders teuer und ich finde, sowas sollte man haben. Mal irgendwas abstellen zu können oder frühstücken zu können draußen oder was auch immer. Ja, das war mir noch wichtig. Dann unsere größte Errungenschaft. Ja, das werdet ihr kennen, das ist natürlich nicht unsere größte Errungenschaft. Aber Leute, vergesst keine Fliegenklatsche im Urlaub, welche Art auch immer. Wir hatten hier jetzt zum Beispiel zu Ostern ein absolut, ja, irgendwo scheint hier ein Fliegennest zu sein oder keine Ahnung, es liegt an der Feuchtigkeit. Wir haben hier Fliegen ohne Ende und ohne diese Klatsche hätten wir ein echtes Problem. So viel dazu, ein bisschen Spaß muss sein, sowas sollte man haben. Vergesst es nicht. Daneben haben wir unseren Petroleumofen. Gerade jetzt zu der Jahreszeit, Ostern oder im Spätjahr in den Herbstferien, kann es ja im Vorzelt schon mal etwas empfindlich kalt werden. Und wir haben ganz klar festgestellt, Heizlüfter funktioniert nicht oder bringt nicht die Leistung, die man haben will. Da kann man den so hochdonnern, wie man will. Und dafür ist die Sicherung am Campingplatz auch gar nicht ausgelegt. Und wenn ihr Pech habt, bezahlt ihr auch noch Stromkosten und dann ist das alles gar nicht mehr bezahlbar. Die Lösung ist unserer Meinung nach statt Gas, weil Gas ist, verbrennt feuchte Luft. Und ihr habt im ganzen Vorzelt eine Tropfsteinhöhle und alle Fenster sind beschlagen. Das haben wir hier oft genug gesehen. Das ist nicht der richtige Weg. Besorgt euch einen Petroleumofen, jetzt zum Beispiel von Cibro. Das ist der Cibro LC130. Wirklich tolles Teil. Ihr seht, wir haben hier draußen vielleicht 8 Grad. Wir haben eingestellt 22 Grad und das Vorzelt hat 22 Grad. Daran seht ihr, was das Ding ballern kann. So. Ja, Petroleum ist nicht ganz billig. Aber es ist definitiv bezahlbar und ihr wollt es ja im Frühjahr und auch im Herbst wollt ihr angenehm und schön haben und vielleicht auch ein bisschen mehr Platz haben als nur im Wohnwagen. Und dafür ist für uns so ein Ding absolut unerlässlich. Guckt es euch an. Wirklich tolles Teil. Ja, so viel zum Ofen, ja, der Moment. Nicht fehlen sollte. Der hat noch eine Sparfunktion. Er hat einen Unfallschutz, ja. Sparfunktion, Unfallschutz. Wenn ich da jetzt gegenkomme. Geht er aus. Seht ihr, er piept und geht aus. Und geht aus und geht sofort aus. Jetzt müsst ihr einmal ausmachen und dann wieder was anmachen. Was ja nicht ganz uninteressant ist. Wir haben einen Schlüssel für die kleinen Kinder, dass die da nicht drankommen. Unsere sind aber schon seit Geburt an dieses Ding gewöhnt. Schön ist auch, man kann hier oben drauf fassen, das ist nicht heiß. Hier an der Seite ist es warm, aber nicht heiß. Klar, hier vorne ist es dann heiß, aber wie gesagt, Nala kennt das von klein auf, die Kinder kennen den von klein auf. Bei uns ist noch nichts passiert. Wenn ihr zum Beispiel eine feste Aufstehzeit habt, könnt ihr hier auch einprogrammieren, wann der angehen soll. Ja, das auch. Wenn ihr sagt, wir stehen immer um 8 Uhr auf und gehen dann raus, weiß ich nicht, eine rauchen oder sich einfach ein bisschen hinsetzen und einen Kaffee trinken im Vorzelt, damit die Kinder nicht geweckt werden, stellt das Ding auf 7:30 und ihr kommt raus und habt direkt eine Wärme im Vorzelt. Total cool gemacht eigentlich. Interessant ist natürlich auch, wie das ganze Ding befüllt wird. Hier ist der Kanister und das Schöne ist, hier unten dreht man auf und füllt es nach. Das Schöne ist, wenn man ihn rausholt, läuft das Ding weiter, weil es ein bisschen Petroleum gezogen hat. Und wenn man es wieder reintut, fertig. Also es passiert gar nichts, das läuft weiter, es macht euch keine Kälte während der Zeit, wo ihr nachfüllt. Wirklich gut gemachtes System.
Es riecht nur ein bisschen nach Petroleum, wenn er angeht. Aber es stinkt ein, genau, das ist ja ein großes Vorurteil. Leute, es stinkt ein bisschen, wenn das Ding zündet. Und es stinkt ein bisschen, wenn das Ding ausgemacht wird. In der Zwischenzeit stinkt gar nichts. Ihr solltet den Raum ein bisschen belüftet haben, aber wenn man jetzt einfach mal im Zelt guckt, hier vorne zum Beispiel die Kante oder an den Rändern oder unten, hier kommt überall Luft rein, hier werdet ihr keine Probleme kriegen damit. Natürlich keine Garantie dafür, aber der gesunde Menschenverstand sagt, in so einem Vorzelt kommt immer genügend Luft rein und raus, sodass hier eine ordentliche Umwälzung stattfindet und ihr keine Probleme kriegen könnt. Gut, dann gehen wir weiter nach rechts. Der Karton hat nichts zu bedeuten. Was natürlich noch was zu bedeuten hat, wenn wir gerade beim Petroleumofen sind. Wenn ihr euch so ein Ding holt, solltet ihr auch so ein Rohr haben. So ein, ja, wie nennt man das? Umfüller, sag ich mal einfach. Die Seite steckt ihr, in die starre Seite steckt ihr in den Petroleumbehälter. Die Seite steckt ihr in den Tank und dann pumpt ihr das ganze Petroleum einfach rüber, ohne dass ihr irgendwo was rumspritzen habt und euch alle Sachen versaut. So, dann kommen wir zu unserem schönen Hund. Nee, eigentlich kommen wir zu dem Ding, was unter dem Hund ist. Nämlich dieser schöne, formschöne, graue Sessel. Das ist quasi so unser Ersatz für eine Couch. Manche haben ja diese aufblasbare Couch. Wir halten mehr von solchen Sesseln. Davon haben wir auch zwei. Nur jetzt halt in der Vorsaison nur einen stehen. Der ist von Outwell, ist wahnsinnig bequem. Fast, glaube ich, auch 150 Kilo oder sowas. Und der ist, wie gesagt, total, da drin ist unsere Tochter schon mehrfach eingeschlafen, unser Sohn, glaube ich, auch und wir auch. Und unser Hund ständig. Ja, und unser Hund liebt das Ding auch. Ihr seht, das Ding wird benutzt. Ist auch eine dicke Empfehlung von uns, auch wenn er bei Amazon komischerweise ganz schlecht bewertet ist, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Ich kenne viele Leute, die das Ding haben und ich kenne viele Leute, die das Ding, mit dem Ding total zufrieden sind. So viel dazu. Nicht immer alles glauben, was in irgendwelchen Rezensionen steht. Gut, dann gehen wir weiter nach rechts. Dann sehen wir unsere Stühle. Die sind im Moment, auch wenn es nicht so aussieht, ein ziemliches Sammelsurium. Drei von unseren Stühlen, einer steht ja noch hier, sind von Westfield. Und einer unserer Stühle ist von Francana. Und das ist auch der Stuhl, den ich euch empfehlen würde. Ja, er ist etwas teurer, aber ich gehe jetzt mal auf die andere Seite. Er hat hier unten diese Gummis, die für den Unter- und Rückenbereich total angenehm sind, weil er sich da total anschmiegt und mitgeht. Ihr seht das mit den Gummis. Wir haben den nicht gestellt gekriegt, wir haben den selber bezahlt. Wir sind einfach nur wirklich glücklich mit dem Ding. Und wenn uns noch welche kaputt gehen sollten, werden wir uns von dem auf jeden Fall noch mehr kaufen. Ansonsten ist der nämlich genau gleich mit den anderen Stühlen. Das macht überhaupt keinen Unterschied. So viel zu dem coolen Stuhl. Dazu haben wir natürlich noch, das habe ich jetzt nicht aufgestellt, wegen dem etwas fehlenden Platz, diesen Hocker, den man da vorstellen kann, damit man die Beine hoch tun kann und ein bisschen flezen kann, nennt man das so heutzutage. Jo, wenn ich gerade so untergucke, haben wir nämlich noch vergessen, ganz wichtig, das ist nicht von ungefähr hier. Hier drunter ist eine Wanne, wo die Schläuche an den Seiten aufgeblasen sind und ihr seht ja, was hier für ein Dreck ist. Wenn es hier regnet, dann steht hier wirklich an der Seite das Wasser. Aber das Wasser kann nicht in diese Wanne und wir haben hier immer trockene Füße. Also so eine Wanne würde ich euch in einem Vorzelt auf jeden Fall immer empfehlen, vor allem im Frühjahr und im Herbst. Und im Winter natürlich, wenn ihr Wintercamping macht. Da drauf haben wir einen Teppich von Isabella. Ich glaube, der nennt sich Isabella Carpet. Richtig gute Qualität, sind wir auch total zufrieden mit. Kommt für uns nicht in Frage, was anderes zu kaufen. Von daher zeigen wir ihn euch und ich werde ihn euch auch verlinken. Den gibt es in verschiedenen Farben. Uns gefiel aber diese dunkle Farbe sehr gut. Ja. Okay, weiter geht's. Die Lampe. Kann ich euch jetzt gar nicht so viel zu sagen, weil die ist No-Name. Ich muss mal gucken, wo wir die gekauft haben. Und dann werde ich euch auch den Link reinsetzen. Die hält zwar nicht ganz so lange wie die andere, aber auch die ist mit USB aufladbar. Könnt ihr jetzt sehen. Die hat verschiedene Modi, wie stark sie leuchten soll. Die wird jetzt, ja, seht ihr? Ich hoffe, ihr könnt die Abstufung sehen. Drei Stück. Einmal hell, einmal mittel und einmal relativ dunkel. Und über dem Tisch, die hält ja einen Abend, würde ich sagen. Ne?
Da muss man sie wieder aufladen, aber immerhin besser als irgendwelche Batterien, die man wieder austauschen muss. Und in Kombination, die beiden Lampen gefallen uns wirklich gut und reicht uns auch aus. Im Sommer haben wir oft noch so eine Girlande hier hängen, so eine farbige, aber das ist halt Geschmackssache. Manche finden es kitschig, manche finden es toll. Müsst ihr wissen, wie ihr es findet. So, dann kommen wir zum Tisch. Auch der ist von Isabella. Das ist ein Ultraleichttisch, wenn ich mich da richtig erinnere. So hieß der auch. Der ist total leicht, Leute. Den könnt ihr an zwei Fingern hochheben. Schöne Größe, wie ich finde. Ich tippe jetzt mal gerade 1,20 oder sowas mal 80. Tippe ich jetzt mal, so ähnlich. Oder mal 70 oder... Auf jeden Fall völlig ausreichend für vier Personen. Jetzt will die Miriam noch was sagen. Ja, der Elias war da gerade 6. Oder 7, ja, ich glaube 6, nimmt sich den Tisch aus dem Karton, sagt, boah, ist der leicht und stellt den auf. Also selbsterklärend. Auch dieses Aufstellprinzip, zwei Beine hoch in der Mitte, zwei Querträger zusammen, fertig. Und der ist eben wirklich sowas von leicht. Das Nachteil an leicht ist auch immer ein bisschen wackelig, aber ich denke, das kann man bei wirklich leichten Campingtischen nicht verhindern. Je schwerer, desto besser steht er natürlich auch. Aber wir sind total zufrieden mit dem Tisch und würden ihn auf jeden Fall weiterempfehlen. War nicht ganz billig, aber wie gesagt, beim Camping zählt jedes Gramm. Und da fanden wir das echt genial, dass er so leicht ist. Ja, wichtig noch, da wurde ich nämlich gefragt. Erstens. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß, das war eine Dame. Sie hat uns gefragt, was wir im Sommer gegen Mücken machen. Auch wenn wir jetzt hier im tiefsten Winter quasi sind, Osterferien, haben wir das Ding mal rausgekramt. Und zwar nimmt man eine Gaskartusche und darüber wird dieses System hier, ich mache es jetzt mal ab, wird darauf gedreht. Das ist von der Firma Thermacell. Es wird dann da unten drin leicht erhitzt und hier oben kommt eine Platte rein. Die gibt irgendwelche Düfte oder irgendwas von sich. Und wir hatten das letztes Jahr wirklich, jetzt könnt ihr uns glauben oder nicht, es wurde uns nicht bezahlt. Wir haben es in Union Lido in Italien im Sommer und da sind wirklich Mücken, und zwar aggressive Mücken, haben wir es stehen gehabt und überall, wo wir es stehen hatten, hatten wir keine Mückenstiche. Es ist wirklich so. Wir sind nachher so weit gegangen, weil wir so begeistert waren, dass wir das Ding mit ins Restaurant geschleppt haben. Bei jedem Essen und wir haben dieses Ding. Ich habe dieses Ding gegriffen. An natürlich zündet man hier mit diesem Ding. Dann gibt es Zündfunken und da kommt eine ganz, ganz kleine Flamme, die das gerade so da oben erwärmt. Und dann bin ich mit diesem Ding in die Hundeauslaufzone gegangen und hatte auch da keinen Stich. Also wirklich, Leute, dieses Thermacell ist wirklich ein Wundermittel. Auch da wieder ganz wichtig. Man sollte die Räume nicht geschlossen haben, das habe ich auch gelesen. Aber auch das hier beim Vorzelt, wir haben ja über Entlüftungen. Im Sommer habt ihr ja wahrscheinlich sogar etwas mehr Sachen auf, ein Fenster, was weiß ich. Macht das Fenster auf, weil die Viecher stechen euch nicht mit diesem Ding. Ganz wichtige Sache, das wollte ich zeigen und da wurde ich nachgefragt. Okay, drehen wir wieder drauf. Aber auch das verlinke ich euch natürlich. So, und last but not least wurde ich gefragt. Wo habt ihr diese hübschen Gardinen her? Snake. Snake heißen die, genau. Leute, ist relativ einfach. Bei Vigo. Die Dinger sind von Vigo, die haben wir quasi mitbestellt, die sind nicht dabei. Aber auch da gucke ich nochmal nach dem genauen Link, ob ich den finde, aber ich denke schon. Und dann verlinke ich euch auch diese Vorhänge für das Vigo-Zelt. Damit ihr auch diese schönen Dinger genießen könnt. Ich glaube, die gibt es noch in verschiedenen Varianten. Wer das ein bisschen zu heftig, zu gräuslich findet, das wird es sicherlich auch geben. Da gibt es auch andere. Ich kann dann auch noch was sagen. Für die guten Damen, die auch nähen können. Das sind einfach nur so Spangen. Und ihr könntet euch theoretisch auch Stoff besorgen. Einfach schnell umnähen. Und dran klippen, würde auch funktionieren. Und dann habt ihr eure Gardinen, die ihr haben wollt. In den Farben, die ihr haben wollt. In den Größen, die ihr haben wollt. Was vielleicht als Abschluss noch interessant ist, unsere Vigo, auch die Frage wird aufkommen, wie befestigen wir die? Wir haben sie jetzt außen abgespannt mit drei leuchtenden Schnüren. Man kann sie aber zusätzlich noch, wenn man noch länger steht oder ein Sturm erwartet,
kann man sie hier, da muss man quasi, muss man näher kommen. Haben wir jetzt nicht. Diesen Umschlag vom Zelt etwas zur Seite tun und kann die quasi mit vier Nägeln unten reinmachen. Man kann dann sogar noch spannen von hier unten nach oben, sodass, wie wird das denn nochmal gespannt, Miriam? Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Dann musst du das hier quasi mit einziehen. Ah, genau, dann wird hier noch ein Spannband mit eingezogen von Peggy Peck. Das habe ich jetzt vorne im Gaskasten liegen. Dann kann man das hier von da unten spannen und dann ist man quasi so wie jetzt, wir sind jetzt mit drei Seilen gesichert und dann ist man mit sechs Seilen gesichert und dann kann wirklich überhaupt nichts mehr passieren. Wir haben aber auch keine Sturmwarnung, wir haben nur Überflutung. Genau, deswegen habe ich das jetzt nicht aufgebaut. Hätte ich irgendwas von zu starkem Sturm oder sowas gehört, hätte ich das gemacht. Ihr seht da unten diese Dinger von Peggy Peck, die sind wirklich genial, die umschließen den Fuß. Die haben wir auch immer dran, die machen wir erst gar nicht ab. Nee, die bleiben immer dran. So packen wir das Ding auch weg. Und dann werden da vier Wurmis eingedreht oder Tellerkopfschrauben, wie ihr wollt. Und dann ist das Ding so maximal fest, da passiert überhaupt nichts mehr. Ja, dann würde ich sagen, wir drehen einmal die Kamera und sagen, hoffentlich konnten wir eure Fragen alle beantworten. Wir haben euch jetzt alles bestmöglich gezeigt, was uns eingefallen und aufgefallen ist. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Ja. Hast du noch was? Nö, ich wollte eigentlich nur sagen, wir haben ein bisschen aufgeräumt. Sieht natürlich mit Kindern nicht immer so aus. Nein, wie gesagt, wir haben jetzt auch Wintercamping bzw. Ostercamping, was quasi Temperaturen wie im Winter hat. Das heißt, hier ist es etwas unordentlich drin und hier fliegt ein bisschen viel drin rum. Das sieht natürlich im Sommer ein bisschen anders aus. Dann braucht man natürlich auch zum Beispiel einen Zibroofen nicht oder so. Manche Sachen, die jetzt hier rumstehen. Dafür brauchen wir dann die ganzen. Unsere Wäschespinne brauchen wir dann brauchen wir unser Sandspielzeug und dann liegt das ja auch noch alles mit. Ja, die Sachen stehen auch meistens draußen, Wäschespinne und sowas. Ja. Und wir haben natürlich auch keine riesen Garderobe mit irgendwelchen riesen Winterjacken dran, so wie ihr das eben gesehen habt. Da wird es natürlich dann etwas luftiger und spaßiger, sag ich mal. Wir haben beide Stühle draußen und von unseren Outdoor-Stühlen. Okay, dann bedanken wir uns für euer Interesse. Schreibt uns, wie gesagt, gerne einen Kommentar. Gebt uns einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal. Verpasst ihr kein neues Video? Nein, du hast vergessen, aktiviert die Glocke. Aktiviert die Glocke? Dann verpasst ihr kein weiteres Video. Ich werde das nie lernen. Alles gut. Ich bin der Chris. Ich bin die Miriam. Und zusammen sind wir Camping mit Herz. Tschüss.